So, und es geht weiter mit Let's Play Swords and Soldiers. Wir sind jetzt bei der letzten Mission. Extreme Überarbeitung. Warum ist Jade? Warum so traurig? Wir haben doch erreicht, was wir wollten, oder? Was wir wollten? Ich habe eine lausige Schote gekriegt und wir sind schon wieder in der Wüste. Bla 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 bla. Hier, bedien dich. Oh nein, er frisst die Schote. Nein. Mein Lieber, bla bla bla. Okay. Oh nee. Nicht so eine Scheiße schon wieder. Überlebt den Angriff der Leichen. Ach, natürlich. Na super, ey. Und ich habe hier so viele Leute, ey. Die die irgendwie besiegen können. Ach, scheiße. Ja, lol. Soll ich das denn machen? Oh, oh. Ja, super. Hm. Gut, das klappt doch. Ah, scheiße, ey. Und wie viele da noch liegen? Ist ja unglaublich. Oh. Wie macht man das denn? Warte mal, das mache ich nochmal. Neustart. Jo. So, und jetzt mache ich. Bla 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 bla. Na komm, na komm, na komm. Wird fertig, heute noch. So. Zack, zack. So, jetzt mache ich mir nämlich gar keine Geldfutzen, sondern. So. Und dann mache ich mir noch einen Affen. Der die dann so ein bisschen betäubt. Ich glaube, das ist ganz gut. Mal schauen. Ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht so viel. Gegen Yang, das könnte ich zwar ein paar Mal machen, aber dann wäre es auch leer. Was denn so viel bringt, weiß ich nicht. So, so ein scheiß Affen. Der kann die jetzt alle schön erstmal, wie heißt das, betäuben. Oder kann er? Ja, kann er. Gut. Ist doch schon mal gut. Da kommen die wenigstens nicht mal so schnell. Ist ja schon mal wenigstens einen guten Vorteil. Na, gegen Yang weiß ich nicht, ob mir das so viel bringen würde. Naja, müssen wir jetzt einfach mal ein bisschen was ausprobieren. Und die kommen auch immer wieder da vorne, das ist auch extrem blöd. Da muss man immer wieder neu machen. Obwohl die sich hier ganz gut durchkämpfen. Ist nicht schön. Und ein bisschen Gold muss man ja trotzdem noch holen. Ist echt scheiße. Ja, die halten da ja wenigstens noch ein bisschen was aus. So, dann noch so ein Ninja-Typen da vorne. Oh, da sind auch die ganzen Totenbeschwörer. Nee, da werden immer mehr. Wie ist denn nicht wahr? Würde ich mal sehen, wir sind einfach nur so viel. Bitte unternehmt etwas. Ja, bitte unternehmt etwas. Oh. Pulki, du spuckst einfach. Das könnten wir einsetzen. Lass ihn mit linker Maustaste Feuer auf die Skelette spucken. Ach so geht das. Ah, okay. Und da oben sieht man, wie viel Feuer der noch hat. Ah, okay. Geil. Naja, wenn man es dann erstmal kapiert hat. Ja, super. Ah, okay. So. Dann beeil ich mal. Lalala. Okay. So. Das war stark. Aber echt. Kann ich den jetzt nochmal einsetzen? Nee, scheint nicht so. Ist ja blöd.
Naja, was soll's. Das soll ich mir holen? Wieso soll ich mir das holen? Ja, dann hole ich es mir gleich. So, mehr von denen. Ach, da vorne kommen sie direkt alle, ey. Ey, ist das ein Kack. Jetzt weiß ich, warum ich mir die holen sollte. So, noch ein Affen. So, so ein Typen. Ich habe jetzt kein Geld dafür, das für die Pfeile dazu auszugeben. Boah, das ist, glaube ich, erstmal für ein paar andere Leute. Oder? Hm. Die ist echt scheiße, die Mission. Die ist richtig scheiße. Ne, ich muss mir wirklich die Pfeile holen. Oh, da muss man auch alles durchplanen und so. Das ist scheiße, das ist echt. Muss nicht sein. So, komm. Du gehst noch da vorne. So, dann sind dann nämlich alle auf einem Platz. So, immerhin etwas. Dann noch ein Affen dazu, der die ein bisschen betäubt, eventuell. Schön und gut, aber reicht das? Ja, komm. Ja, das reicht. So. Was kommt denn jetzt noch alles Schönes auf uns zu? So, der Affe ist tot. Naja, was soll's. Ich brauche ein bisschen mehr Goldgräber. Habe ich das Gefühl. So. Den kann man jetzt aber immer noch ein bisschen beschützen. So. Die ziehen aber trotzdem ganz schön viel. Muss man ja schon sagen. Das Mana möchte ich mir eigentlich noch ein bisschen aufheben. So. Schicke ich mal einfach einen los. Der sollte reichen dafür. Für die beiden. Na, komm her. Ah, okay. Er hat das sogar umgelenkt. Finde ich auch schön. So, noch so einen. Na, das wäre nicht schlecht eigentlich. Ja, so einen nehmen wir uns. So. Ich bräuchte jetzt eigentlich mal ziemlich schnell so einen hier. So ein Ninja. Na komm, lenk einen um wenigstens. Damit der. Naja, toll. Super. So viel dazu. Damit der wenigstens auch vergiftet wäre. Ach, jetzt töten die meine Goldgräber. Ja. Wenn ich erstmal 10 Goldgräber habe, dann geht's auch wieder ein bisschen. Flüssiger alles hier. Ach, da kommen noch mehr. Wo kommen die denn alle her? So. Jetzt habe ich alle 10 Goldgräber, die ich maximal nehmen kann. Und jetzt kann ich auch mal ein bisschen was erforschen hier. Achso, Buddha-Statue. Wie wär's mal damit? So. So, den können wir jetzt mal ein bisschen beschützen. Gut. Zenmeister oder. Ich hole mir erstmal die. Damit ich mir dann gleich schon mal. Hier, wie heißt das? So, machen wir das einfach mal. Die Raketen positionieren kann. Weil die brauche ich wirklich. Weil die Raketenfutzes, die finde ich extrem geil. So, oben, da könnte ich eigentlich mal so ein paar Buddha-Statuen platzieren. Dazu müssen die allerdings erstmal sterben. So, machen wir da nochmal welche hin.
Schaden ja doch schon ein bisschen was immerhin. So, ein Affen. Davon ein. Ah, verdammt. Das hat nicht so viel gebracht. Bleiben denn die ganzen Raketen-Typen? Na, da kommen sie. Kommen sie so langsam angeschlichen. So, den werden sie ja wohl noch besiegen können. Oh, mach den scheiß Turm da kaputt. Kann nicht sein. Kann ich angehen. So, den beschütze ich jetzt mal ein bisschen. Bevor ich jetzt die Buddha-Statue da einbaue, muss der eine Turm auch noch weg. Sonst bringt mir das Ganze nämlich überhaupt nichts. Ah, na komm. Ich habe immerhin noch ein bisschen wenig Mana. Gold ist zwar, naja, okay, aber reicht irgendwie trotzdem nicht aus. So, machen wir davon noch mal ein paar. Mal schauen, ob das jetzt klappt. So, okay, der Turm ist schon mal weg, das ist gut. Komm. So. Ach, unten stehen auch noch welche, na super. Naja, die können ja auch stehen bleiben. Macht mir ja nichts aus. So. Machen wir nochmal welche. Die können wir auch eigentlich so aufhalten. Da kommen die jetzt zwar, aber ich kann sie ja so besiegen immerhin. Oder? Wikinger zum Angriff. Oh nee. Ich störe die vorgeschobene Wikinger-Basis. Ja, super. Hört sich ja echt toll an. Ich hätte die unten auch unten lassen können. Wäre auch so blöd. Naja, was soll's. Passt schon. Oh Mann. Das hasse ich ja immer, dass da zusammen. Also im letzten Kampf immer alle zusammenarbeiten. Zumindest. Alle außer uns. Ja, ich glaube, ein paar Pfeile, die können da hinten ganz gut sein. Obwohl, na jetzt schon wieder eher nicht. Ja, jetzt schon wieder eher doch. Oh Mann, ey. So, komm. Hauptsache, das scheiß Katapult fliegt weg. So, da vorne ist wenigstens schon mal die Wikinger-Basis. Den beschütze ich mal, damit er erstens nicht wegfliegt und zweitens ja besser als Tank fungieren kann. So, komm, ja. Der ist tot. Und das schon wieder das Katapult. Aber das können die schon mal ein bisschen zerstören oder ja, ankratzen. Nennen wir es mal. Da kommen mehr Raketen. So, gut. Ach, und dahinter steht natürlich noch so ein Teil. Ey. Das muss ja so sein, dass dahinter noch ein Turm steht. So, komm, der soll jetzt ein bisschen geschützt werden. So. Oh, verdammt. Macht der Riese meine Raketentypen kaputt. So, okay, doch. Das ging ja noch. So, ein Affe ab und zu muss auch mal sein. Ah, die doofen Wikinger sind besiegt. Nee, das wäre doch ein zu einfach. Unser Kriegslager selbst ist noch völlig intakt. Ja, super. Da hinten ist es noch. Und da hinten sehe ich auch ganz viele Türme, die wir besetzen könnten. Und der Turm tötet hier meine ganzen Raketen. So. Jetzt geht's wieder. Wir machen nochmal einen Affe. Da vorne ist immer noch einer. Ah, toll. Die sind jetzt natürlich alle besetzt. Ach, Mann. Yeah. Verbrennt die gegnerischen Arbeiter mit Pukins Feuerrülpsen. Ach.
Ist ja auch nicht teuer oder so. Naja, da müssen wir jetzt halt ein bisschen sparen. Also wir sollen nur die Arbeiter zerstören, habe ich das richtig verstanden? Ja, ne? Ich glaube, das habe ich richtig verstanden. Ich stelle mal erst den da oben. Achso, da ist auch noch ein freier Platz irgendwo. Da ist noch einer. Na klar, bin ich blöd. Jetzt zerstört doch mal erstmal den da, der da oben steht, oder nicht? Wäre doch viel besser. So, mehr von denen, ein Affe nochmal zwischendurch. Naja, das ist ja jetzt nicht so schlimm. Dann werden meine wenigstens nicht getötet. So. Gut, also nur die Arbeiter. Das kann erstmal ein bisschen dauern jetzt. Ist ja auch mal schön. So, oh. Das war gar nicht der Arbeiter, aber wie kommt der denn dahin? So. Ja, das passt doch. So, die sind alle tot. Ja, wie kommt da hinten das Katapult hin? Das hätte ich jetzt so gar nicht gesehen, glaube ich. Naja. Ist auch schon wieder vorbei. So, die sollen mal ein bisschen ihre Angriffe darauf setzen. Weil die ja keinen Schaden erleiden. Vielleicht bringt mir das ja was. Man weiß es nicht. So, komm. Dann stirbt er da oben auch. Der Totenbeschwörer stirbt ebenfalls. So, na komm, geht alle sterben. So. So, die halten den mal jetzt ein bisschen auf. Währenddessen könnte ich schon mal ein bisschen hier weiter kämpfen und ja, ein paar Leute sammeln da vorne. Statuen aufbauen und so weiter. Ich glaube, das wäre da ganz angebracht. So, der kommt nicht mehr an. Nein. Jo, das klappt doch, würde ich sagen, oder? Ja, toll. Das war jetzt scheiße. Natürlich, er haut da direkt seinen Strahl drauf und dann war es das. Ist natürlich super. So, ich würde sagen, wir schicken da einfach mal welche hin. So, Spaß und Neugier. Und solange die dann jetzt keine große Verstärkung mehr bekommen, sollten wir das auch geschafft haben, glaube ich. Sieht nicht schlecht aus, auf jeden Fall. So. Ach, nee. Quatsch. So. Können die noch ein bisschen angreifen? Och, wie süß der Vogel ist. Naja. Falls noch Leute rauskommen. Die sind dann auch fast gut. Yeah, wir haben es geschafft. Juhu, 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 juhu. Super, super toll. Und so besiegte der Kaiser letztlich all seine Feinde. Doch nichts erwärmte sein kleines Herzchen so sehr wie sein neues Spielzeug. Okay, du hast alle Feldzüge durchgefochten. Damit hast du jetzt die neue Geschwindigkeitseinstellung Turbo freigeschaltet. Ja, das freut mich doch. Nicht. Das mache ich aber nicht. Ich spiele auf leicht oder auf langsam, wie ihr vielleicht schon merkt. Oder habe ich euch, glaube ich, auch erzählt. Da gibt es auch normal, schnell und dann kommt Turbo. Ach du Kacke. Naja. Gut, ich würde sagen, ich lasse es jetzt noch dran und ja. Naja, ist eigentlich ein ganz nettes Spielchen, finde ich. Aber ich weiß nicht, irgendwas macht es halt schnell langweilig. Das finde ich blöd. Ist eigentlich auch ein super Prinzip, finde ich. Also so Spielprinzip, Gameplay-technisch. Finde ich, ist das eigentlich nicht schlecht. Aber ich glaube auch mehr so auf Spieler versus Spieler, anstatt so kampagnentechnisch. Macht es mal wahrscheinlich mehr Spaß, meine ich. Nicht mehr stark, sondern mehr Spaß.
Let's Battles weiß ich nicht mehr, ob so viele kommen werden. Mal schauen. Und jo. Das ist das nächste Let's Play, was hier noch kommen wird. Also morgen werdet ihr wahrscheinlich schon erfahren haben. Ansonsten lasst euch überraschen. Ich verrate sowas immer. Immer nur am letzten Tag oder am vorletzten. Aber ich möchte es einfach auch ja, ein bisschen geheim halten. Weil wenn es jeder weiß, dann erwarten alle so viele, finde ich. Und das mag ich nicht so. Naja, Swords and Soldiers. Nettes Spielchen auf jeden Fall. Achso, jetzt fängt sie wieder von vorne an. Gut, ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Let's Play wieder. Bis dann, ciao.